Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute mal wieder Fußball-Tic-Tac-Toe und ihr wolltet endlich neue Gäste haben und ich habe wen richtig, richtig Cooles rangeholt. Der Kieran ist mit am Start. Was geht, Kieran? Alles gut bei dir? Was geht? Ja, alles Bestes bei mir. Ich bin sehr froh, hier dabei zu sein und dich in diesem Minispiel zu zerstören. Oh, das ist ein dicker Claim. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Wir haben wie immer für euch hier 7 Grids vorbereitet. Ich brauche die Regeln nicht mehr erklären. Mittlerweile wisst ihr alle, wie das Ganze funktioniert. Wir spielen Tic-Tac-Toe und das erste Grid, was wir haben, wieder eingeschickt von einem von euch, kommt vom lieben Erik und ich sehe Paderborn und da ist das erste Gefühl nicht so gut. Wie ist es bei dir? Es ist okay. Also ich bin ja Dortmund-Fan für alle. Deshalb habe ich hier wahrscheinlich nochmal immerhin einen Balken, wo ich mich wohlfühle. Dann würde ich sagen, du bist der Gast. Das heißt, du darfst natürlich auch als erstes anfangen, würde ich behaupten. Geil. Ja, ich würde sagen, ich mache gleich mal die Mitte dicht mit Mohamed Zidane. Sehr geil. Mohamed Zidane in der Mitte. So, dann machen wir... Ja, das Ding ist, der passt halt überall hin, gefühlt. Ich weiß nicht, wo ich ihn verschwenden will. Ich glaube, wir machen Gladbach, Paderborn, Max Kruse. Ah, geil. Ja, stimmt. Oh mein Gott, der passt ja wirklich viel hin. Der passt halt gefühlt überall hin, ja. Das ist ja krass. Ja, dann mach ich Bremen-Dortmund. Thorsten Frings. Okay. Jetzt hast du mich... Oh, fuck, Paderborn, Dortmund. Oh, nee. Oh, das Ding ist, ich weiß, du wirst halt safe, wenn du ein Dortmund-Fan bist. Da hab ich mir schon wen überlegt. Oh, nee. Okay. Jetzt muss ich mal kurz in mich kehren, sonst gehe ich hier direkt 0-1 nach hinten. Okay, aktueller Kader sehe ich eigentlich keinen. Aber Paderborn-Union ist doch dann auch richtig hart. Paderborn-Union habe ich sogar einen. Ach du Scheiße. Das kommt jetzt, Digga, das ist jetzt hier wirklich... Paderborn-Union, hast du wen? Ja. Ich auch, oh mein Gott. Ich überlege gerade auch, ob der bei Dortmund auch war, aber ich glaube nicht. Es ist halt auch wieder so ein Call. Entweder ist es so zweiter, dritter Keeper, habe ich das Gefühl, bei Dortmund, oder halt so way, way back. Ja, check ich. Boah. Ey, das ist ja voll geil. Mir fallen jetzt ja voll viele Spieler noch ein, wenn man das so spielt. Ich hatte voll Angst, dass ich hier überhaupt gar nicht mitkomme. Nein, alles gut. Du hast es auch sehr gut gespielt. Ich wusste halt, bei fast jedem Feld kann ich was sagen, außer bei Paderborn Dortmund. Ich habe mich genau da reinleiten lassen, ey. Oh Gott. Wen sehe ich im Paderborn-Trikot? Ich sehe wirklich niemanden im Paderborn-Trikot. Nee, wirklich nicht. Weißt, außer halt den einen Spieler, der halt bei Union Paderborn hinkommt. Den sehe ich im Paderborn-Trikot. Ja, den sehe ich auch. Den sehe ich auch zum Beispiel noch in einem Augsburg-Trikot, sehe ich den zum Beispiel auch noch. Genau, in einem Augsburg-Trikot sieht man den noch. Ja, wo war der? Okay, noch? Wir haben auf jeden Fall den gleichen im Kopf. Ja, auf jeden Fall. God damn it. Ich muss bei Paderborn immer direkt an Yannick Huth denken. Ja. Der ist ja jetzt irgendwie dritter Torwart bei Mainz. Genau, ja. Den habe ich immer sofort im Kopf, einfach nur wegen seinem freshen Mullet. Ja, das ist richtig. Ich habe einen Spieler im Kopf, wenn du auf den kommen würdest, wäre wirklich crazy. Aber ich weiß auch nicht, ob er vielleicht sogar einfach der Einzige ist, weil mir fällt auch legit kein anderer außer er ein. Nee, mir fällt sogar noch ein zweiter ein. Wir sind zwei. Alter, jetzt hier ist er schon am Flexen hier beim ersten Grid. Ey, ganz ehrlich, ich weiß keinen. Ich mache jetzt irgendwas anderes zu. Oder soll ich shooten? Soll ich irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht war Sebastian Kehl mal bei Paderborn oder irgendwie, wenn nicht, Florian Kringe oder irgendwie sowas, dieser Type-Spieler. Ich mach Bremen Union ist Kevin Möwald und das bringt mir nichts. Bei Paderborn und bei Dortmund Marvin Bakkerlords. Boah, nee. Das ist der dann damals, als er Steffen Baumgart Paderborn-Saison in der Bundesliga, der hat dann da Marco Reus kaputt getreten. Ah. Als Ex-Dortmunder. Deshalb ist der so prägnant im Kopf aller Dortmund-Fans. Aber gut, Moment. Steffen Baumgart. Union Paderborn? Also Union hat als Spieler auch gespielt. Ne? War er bei Paderborn auch? Weiß ich nicht. Nein, bestimmt nicht. Nein, der bei Cottbus oder so. Ich schau mal ganz kurz. Der war bei Union. Warte mal, Steffen. Ja, Union war auf jeden Fall. Aber der war doch da nur im Dings unterwegs. Ich weiß es nicht. Wie geil sieht der denn als Spieler aus? Wie geil sieht ein junger Steffen Baumgart aus? Ja, nee, du hast recht. Der war nur im Osten. Magdeburg, Cottbus, Union, Rostock. Wolfsburg? Was hat denn der hier bei uns in Niedersachsen gemacht? Geil, ey. Aber mit Bakkerlords auf jeden Fall sehr, sehr guter Call. Kieran geht 1-0 in Führung und das komplett verdient. Wer war der zweite Spieler, den du noch hattest? Uwe Hünemeyer, glaube ich. Der war bei Dortmund? Glaub schon. Okay, guter Call. Aber das wären beides Leute gewesen, da wäre ich nicht drauf gekommen, ey. Schau das nochmal ganz kurz, ob ich da bei Hünemeyer nicht komplett... Nee, doch, genau. Ja, aus der Dortmund-Jugend sogar. Dann war der... bei den Profis ein Jahr und das dann zu Cottbus. Dann würde ich sagen, du führst, wie gesagt, verdient mit 1-0 und wir gehen rüber zum Grid Nummer 2. Das kommt von EHC. Ist zwar kein Vorname, aber das steht hier so, also wird es hoffentlich richtig sein. Ich habe Kroatien-Trikot an. Fällt mir gerade auf. Jetzt kann ich mich verkacken. Scheiße. Nein, das ist gar nicht gut. Okay.
Okay, ich muss mich fokussieren. Wir kriegen das hin. Dann fange ich aber jetzt einmal. Du hast ja eben gewonnen, richtig? Yes, sir. Jetzt ist die Frage. Die Frage. Jetzt darf ich mich nicht wieder so hops nehmen lassen. Muss ich erstmal gucken, welche Felder ich nicht kenne. Dortmund 1860 schon wieder, ey. Wir machen Wolfsburg, Dortmund, Salih Özcan. Recent Transfer. Stark. Ja, schön aktuell. Ja, ich mach gleich mal die Mitte zu, mit Ivica Olic. Das hätte ich tatsächlich auch noch gewusst. Ich könnte das machen, aber das weißt du safe, das unweißt du so. Du weißt eigentlich fast alles. Also es gibt halt noch ein Feld, was vielleicht ein bisschen tricky ist. Ich mach Wolfsburg und Kroate nehmen wir. Wie heißt denn nochmal der andere? Wir nehmen Lovro Majer. Naja, Mandzukic. Nee, nicht Mandzukic. Perisic? Nee, auch nicht. Auch Mittelfeldspieler. Wie heißt der denn nochmal? Ja, egal, ich gucke jetzt nicht nach. Es wäre nur frech gewesen, hättest du da Olic genommen. Ja, das andere wäre dann richtig hart gewesen. Bremen-Wolfsburg ist Kevin De Bruyne. Ja, habe ich mir gedacht, dass du das weißt. Dann haben wir Dortmund-Arsenal, da gibt es auch den einen oder anderen. Dann nehme ich Mkhitaryan. Ah, schön. Ich hatte mir hier Aubameyang notiert. Dann machen wir mal 1860 Borussia Dortmund, Marius Wolf. Ja, das hätte ich auch tatsächlich gewusst. Das ist schön. Bremen 1860 ist halt knüppelhart, ne? Ja, Bremen 1860, also... Ich frage mich, wer das sein soll. Naja, gut, komm, wir machen Bremen, Arsenal, nehmen wir Özil. Ist zwar langweilig, aber ist richtig. Ach so, aber ich könnte ja dicht machen mit 1860 Bremen. Ja, aber ich weiß es halt nicht. Nee, Alter, da muss ich mal richtig in mich gehen. Das ist total okay, das kannst du gerne tun. Locker ist es ein richtig easy Call. Meinst du? Locker liegt der auf der Hand, weißt du? Wenn du den liest, denkst du so... Ich hab's jetzt auch extra, weil ich dachte, boah, das ist so schwer, da willst du gar keine Gedanken dran verschwenden, ich gehe lieber auf meinen Dreier links. Mhm. Aber vielleicht ist es wirklich ein easy Call. Aber Kroatien-Arsenal ist auch... Ja, nö, ich hab da gerade auch keinen, aber ich dachte, vielleicht kommt ja noch die Epiphany irgendwann. Ja, würde ich jetzt Arsenal Kroatien zumachen, wäre das Grid tot, oder? Ja. Ja gut, dann kannst du ja immer noch den Dreier zentral kriegen, wenn ich es nicht weiß. Okay. Ich habe halt auch absolut wirklich 0,0 Plan, wer gerade bei 1860 spielt. Also ein, zwei kenne ich, die aktuell da sind, aber ich wüsste jetzt nicht, dass da einer von denen bei Bremen war. Ich glaube, Arsenal Kroatien nicht zu kennen, ist bestimmt sowas, wo uns jetzt so Leute auf die Finger schlagen für, weil da bestimmt so irgendwie so krasse Pavel Nedved war mal ein Jahr da oder so. Ey. Der ist gar kein Kroate, der ist Tscheche. Kein Kroates, ja. Das Ding ist, ich kann ja nicht im Vorhinein überprüfen, ob es da Leute gibt, weil dann würde ich ja cheaten. Deswegen kann es auch sein, dass es einfach keinen gibt, so, ne? Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, stimmt. Nein, da gab es also, aber jeden. Bremen 1860 gibt safe, Leute, 100%. Ja, auf jeden. Es wäre schon unlogisch, wenn nicht, als ob es da keine Überschneidung gibt. So, aber weißt du, ich überlege die ganze Zeit so geile Arsenal-Karten mit einer Kroatien-Flagge drauf. Das ist so gerade, so funktioniert gerade meine Überlegung. Na, ich versuche gerade alles, was in meinem Kopf rumschlug, mit Itch einfach mir vor den Kopf zu wirken und irgendwie zu auch gucken, gut, ob irgendwer bei Arsenal war. Also, ich habe absolut gar keine Ahnung, aber ich versuche jetzt Bremen 1860 zu raten. Und es gibt einen Spieler, den ich sofort gedacht habe bei 1860. Und ich habe keine Ahnung, ob der mal bei Bremen war, aber ich sag Benny Laut. Ich würd's dir gönnen, wenn Benny Laut bei Bremen war. Nicht bei Bremen, nee, bei Hannover, Stuttgart, Hamburg. Und Ferenc war bei 96? Das hat definitiv eine geile Karriere, das muss man sich mal merken, das ist ja voll geil, wo der überall war. Gut, jetzt, für mich ist es auch nicht Kroatien, Arsenal. Das Ding ist, ich komme halt auch nur auf die großen kroatischen Spiele und da war halt keiner bei Arsenal. Das ist halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, Dario Zrna war mal kurz ein Jahr da ausgeliehen oder so. Ich sag Bremen 1860, ich rate einfach irgendeinen 1860-Spieler. Heißt der Keeper Marco mit Vornamen? Marco Hiller. Der Mann ist legit. Der war nur bei einem Verein, das 1860, seit der Jugend. Super, der ist es auch nicht. Großartig. Also, ich habe keine Ahnung bei Arsenal und Kroatien und auch bei Bremen 1860, wie eben schon bewiesen, nicht. Deshalb, das gebe ich weiter und ich glaube, bei dir ist es... Geht mir genauso. Nicht. Dann lass uns einfach unentschieden machen und ihr seid gefragt, schreibt es uns gerne in die Kommentare, was die beiden Felder gewesen wären. Wir wissen es nämlich nicht. Dann steht es, wie gesagt, 1-0 immer noch nach 2. Ich muss mal jetzt aufholen. Das kann nicht sein, Alter. Was haben wir hier als nächstes? Boris hat was eingeschickt und Boris lässt uns wieder in die Tiefen der Bundesliga hinabtauchen. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Ich hoffe, du dich auch. Ja. Ich mach gleich Mitte zu mit Manu. Manu, Junge. Ich habe irgendwie Bock auf die Düsseldorf-Reihe, aber ich will mir mal Düsseldorf führt. Das ist richtig tricky, ne?
Ich sehe halt da irgendwen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Bayern Lautern, okay. Bayern Schalke hast du gemacht. Was ist ein Bayern Fürth? Ah ja, gut, okay. Ja, stimmt, jetzt müsste eigentlich ich ja, habe ich ja eigentlich die Überhand, weil ich ja mehr bei Bayern weiß, hoffentlich. Aber die Bayern-Reihe bringt mir ja nichts, weil die kriegst du safe auch hin. Bayern Kaiserslautern stehe ich gerade auf dem Schlauch, obwohl ich weiß, dass da auf jeden Fall genug Namen gibt. Aber ja, dann machen wir einfach Bayern. Will ich auf die Reihe gehen? Weil ich bin mir auch bei Stuttgart und... Ja, Stuttgart finde ich auch richtig schwierig. Die Stuttgart-Reihe. Ich finde generell das Grid richtig hart, muss ich sagen. Ja, das Grid ist hart. Das Grid ist hart. Ich mache Stuttgart-Fürth ist Leveling. Ah, ja, geil. Das ist, glaube ich, okay. Also mir ist bei Kaiserslautern Düsseldorf sofort wieder eingefallen. Aber das bringt mir jetzt, glaube ich, hier gerade noch gar nicht so richtig viel. Boah, Düsseldorf-Schalke, da muss doch auch richtig Leute geben. Da gibt's, ich glaube, ich habe zwei auf jeden Fall. Ich mache mal einen Torwart mit. Ich mache mal Alex Nübel bei Stuttgart-Schalke. Habe ich hier die Torwart-Reihe, ey, schon mal. Die Torwart-Reihe. Gibt's einen Torwart, der bei Schalke und Düsseldorf war, ist die Frage. Ich überlege gerade. Fährmann, Hekeren, Müller, die waren alle nicht bei Düsseldorf. Und davor war halt eigentlich immer nur der Ralle im Tor. Schalke Düsseldorf ist Benito Raman zum Beispiel. Ah, ja, geil. Ja. Oder, also, kann ich Karaman auch bei Düsseldorf? Ja, safe. Dann mache ich mal das Feld Düsseldorf-Kaiserslautern ich hoffe, der war... Doch, Axel Bellinghausen. Alter, Axel Bellinghausen, wo holst du den her, ey? Ich weiß nicht, der ist in meinem Kopf. Das ist, weil der war doch immer als Meme so, wenn Bellingham Deutscher wäre. Bellinghausen. Ach, echt? Ach so, geil. Ich hatte Jean Zimmer. Ah, ja, klar. Der ja, auch safe. Bei beiden war. Ja. Ja, das heißt, ich kann nur noch einen Dreier machen, wenn ich unten die Reihe zumache. Dann machen wir Bayern Fürth ist Julian Green. Ah ja, den hatte ich mir auch notiert dafür. Aber jetzt sind wir wieder bei Düsseldorf Fürth. Da gibt's, also das ist Zweitliga-Verein zu Zweitliga-Verein. Da gibt's safe 10 Leute oder so, 100 pro. Alter, aber dafür kenne ich auch die Kader einfach viel zu wenig. Ja, voll. Ich habe sogar ein richtig geiles Vintage-Fürth-Trikot. Richtig geiles. Da ist einfach so ein random Spieler hinten drauf geprintet. Hauer. Den gab's nie. Einfach Hauer. Ach geil, drauf. Wahrscheinlich hat sich irgendein Fan einfach hinten drauf irgendwas so geil. Gedingst. Ich habe einen Guest, bei dem ich nicht sicher bin, bei dem ich mir fast sicher bin, dass er nicht bei Düsseldorf war, aber der darf irgendwie einen. Ja, aber ich meine, du kannst ja auch was anderes machen. Oh mein Gott, ja, ich weiß es. Ja? Oh mein Gott. Ja, Felix Klaus. Das wäre tatsächlich mein Guest gewesen. Ist das richtig? Ich schau kurz. Ja, genau. Vierter Jugend und dann drei Jahre Hannover. Ich sehe den die ganze Zeit im Lautern-Trikot, aber ich glaube, der war gar nicht bei Lautern. Bei Bayern Lautern habe ich. Ey, da fällt mir keiner ein. Aber Stuttgart Lautern hast du? Nee. Auch nicht. Das ist doch auch safe easy. Der ist so einfach locker. Lautern hatte halt auch viele Keeper, die dann irgendwie nach oben gegangen sind, aber da war auch keiner bei Stuttgart. Das Ding ist, ich sehe diese beiden Wappen nebeneinander und in meinem Kopf ist irgendwie so, ja, das weißt du. Aber es will einfach nicht hoch. Ich müsste jetzt raten. War der bei Lautern? Ich sag, Lautern, Stuttgart, Stöger. Welcher der Stöger? War nicht bei Lautern, oder? Der war bei Stuttgart und bei Lautern. Was? Let's go. Oh, der ist von Stuttgart 2013 ausgeliehen gewesen, ein Jahr an Lautern. Geil. Doch, weil ich habe eine FIFA 13 Retro-Karriere gemacht und da ist er nämlich bei Stuttgart unterwegs. Deswegen wusste ich das. Ich dachte halt irgendwie, vielleicht habe ich den mal bei Lautern gesehen. Ja, dann nice. Unentschieden bei dem Grid, wa? Nee, ich kann ja noch zu. Du musst noch zumachen. Bayern-Lautern, mein Freund. Ja, aber der ändert ja nichts an, wer gewinnt, oder? Ach so, ja, stimmt. Nee, musst du nicht. Also, das heißt, die Kommentare können gerne wieder über uns richten. Bayern-Lautern, wer ist denn das? Schreibt das gerne unten rein. Und wir bleiben bei 1-0. Jetzt habe ich mich schon so gefreut. Ja. Aber ich kann gar nicht zumachen. Das ging nur noch um mich hier. Hallo Leute, hier ist einmal der Alex aus dem Schnitt. Falls ihr sein wollt wie Kieran, und sind wir mal ehrlich, wer will das nicht? Also gegen mich oder auch den Dennis im Diktator antreten, dann checkt auf jeden Fall unsere Tour aus. Wir gehen nämlich auf Tour einmal quer durch Deutschland mit unserem Podcast Pfosten rettet, machen live auf der Bühne gegen euch Sachen wie dieses hier, eben Tic-Tac-Toe. Also falls ihr uns da mal herausfordern wollt, gerne unten auschecken. Link zu den Tickets, gibt zu jedem Venue noch Tickets, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter auch schnell mit dem Video. Ja, weiterhin 1-0, es kann nicht sein. Am Ende gewinnst du das Ding hier 1-0, weil der Rest ja unentschieden ist. Nächstes Grid kommt von I, 2Y, ich weiß auch nicht, ob das ein Name ist, kann sein, ich weiß es nicht. Was haben wir denn? Wir haben wieder viel wir haben Dresden. Mhm. Mhm. Ah, nee. United Freiburg. Das ist krass. Ich bin relativ confident bei der Dresden-Reihe. Bis auf HSV Dresden. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, nee, der war bei Schalke. Pass auf, wir machen Leverkusen. Mhm. Dresden ist Andrich. Ah, ja, safe. Ich weiß, wer bei HSV Dresden ist. Ja. Goddammit. Ja, ich fange mal an mit der Mitte. Nein! Er weiß es. Grifo. Ach, Mann, ich dachte, du wüsstest es nicht. Come on.
Jetzt bringt mir das ja gar nichts, ist ja frech. Grifo war von Hoffenheim damals dahin irgendwie ausgeliehen oder so ein Scheiß. Das kann sein. Von wo der jetzt kam, weil ich weiß nur noch, dass er bei Dresden unterwegs war. Ja, wenn man Bremen HSV, Aaron Hunt. Ah, stark. Ich hatte mir Egero Elia notiert schon. Elia auch gut. Ailton war auch bei beiden, oder? Bremen, Freiburg, Eggestein. Eggestein ist gut. So, ich bin mir relativ sicher, dass du nicht HSV Dresden weißt. Deswegen ist die Frage, ob du Freiburg United weißt, weil das weiß ich gerade nicht. Und ich könnte sonst einfach auf HSV United gehen und hoffen, dass du das andere nicht weißt. Aber das ist schon auch ein Longshot. Habe ich wen Offensichtliches vergessen bei Freiburg United? Das ist auch wieder ein geiles Grid, das hat eine geile Schwierigkeit, finde ich. Ja, weil ich finde Dresden, Man United bricht halt so ein bisschen raus. Und Dresden Voll. Ist halt hart, weil dritte Liga. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich weiß gerade nichts bei United Freiburg. Deswegen sage ich einfach bei United HSV Ruud van Nistelrooy und gehe unten auf den Dreier und hoffe einfach, du weißt nichts. Einfach, du bei weißt gar nichts. United einfach Freiburg. Nicht. Ich hoffe einfach, du weißt überhaupt gar nichts. Ich hoffe, du weißt gar nichts. Ich hoffe, du weißt nie wieder irgendwas. Ich hoffe einfach gar nichts, weißt du. Es wäre richtig gut, wenn du einfach Kieran struggelt weißt. Gleich bei Bayern Dortmund. Ah, wer war? Ah. Oh, Mario, wie heißt Mandzukic. Der noch? Robert, ah, wie hieß der? Mats, kennst du den? So, komm, zerstör mich. Sag, du weißt United Freiburg. Nein, ich weiß es gerade nicht, aber ich habe das ja, Gefühl. Ja, er weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich komme da gleich noch kurz drauf. Oh nein. Doch, ich habe irgendwie habe ich ein Gefühl, dass ich da noch drauf komme. Weil das kann ja, das in meinem Kopf muss das in den letzten Jahren passiert sein, seitdem Freiburg sich ein bisschen so oben etabliert hat. Also ich weiß, dass zum Beispiel ein Lienhardt bei Real Madrid war. So, das wäre ja hier auch voll der... Der wäre ja irgendwie auch voll das Ding. Lienhardt ist sogar CL-Sieger mit Real, ne? Ach, echt? Heftig. Ja, der war in dem Jahr da. Das ist nämlich ganz geil. Gibt es noch einen anderen CL-Sieger bei Freiburg? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Aber ich habe auch absolut, bei HSV Dresden habe ich auch gerade absolut gar keine Ahnung. Das wäre ja dann, und den weißt du ja auf jeden Fall, ne? Ja, den weiß ich auf jeden Fall. Hätte ich vielleicht nicht revealen sollen, aber my grand evil scheme. Ich denke an Ron-Robert Zieler. Der ist hierfür auch, glaube ich, richtig geil. Hannover. Ja, aber der war halt nur bei Hannover. Ja, der war halt nicht bei Freiburg. Nur Hannover, ja. Stuttgart. Boah, aber das Ding ist, also es ist so, mir fällt gerade alles richtig schwer auch die, ich stehe auch bei den anderen, ich stehe gerade einfach allgemein krass auf dem Schlauch. Ich mache jetzt einfach mal. Leverkusen ist auch nicht so einfach, oder? Nee, doch. Den mach ich jetzt, weil ich einfach Dings, ich mache den, weil ich weiß alle anderen nicht. Hier Chicharito. Die kleine Erbse. Ja. Geil. Komm, sag mir, wer bei Hamburg ist. Ich kann ausgleichen. Dresden-Hamburg ist Ransford-Yeboah Königsdörfer. Oh mein Gott, ja! Ja. Oh, scheiße, ja, den habe ich so geil gefunden in dem einen Relegationsspiel, wo die Dresden... Yes. Ich weiß nicht, warum ich weiß, dass der bei Dresden war. Kam der von Dresden zu Hamburg? Ja. Aber damit halten wir es spannend nach 4 Grids. Es steht wieder 1-1. Finde ich gut. Habe ich den Punkt wieder ausgeglichen. Sehr, sehr nice. Grid Nummer 5 ist es dann. Kommt vom 24er. Und wir haben wieder Düsseldorf. Wieso ist da schon wieder Düsseldorf drauf? Das ist crazy, ne? Das heißt, ich habe gewonnen, das heißt, du fängst an. Ich mach gleich mal die Mitte zu. Robinho. Ja, ganz ehrlich, ne? Wir haben ihn eben schon mal genannt. Ist nicht ganz auf dem Level von Robinho, aber direkt dahinter, wir mal wieder Felix Klaus bei Wolfsburg Düsseldorf. Ja, ich hatte auch sofort an ihn gedacht, das ist so geil. Das ist so eine kleine Allzweckwaffe, glaube ich, bei Zweitliga/Bundesliga-Teams. Ja. Dann mache ich mal PSG Milan, David Beckham. Mhm. Hast du extra auf Düsseldorf Milan gespielt? Hölle, nein. Du Frechdachs. Ich habe absolut keine Ahnung, wer da ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe einfach gerade die genannt, die mir erst eingefallen sind. Und wenn man diese beiden Felder zugemacht hat, dann nervt man halt richtig. Okay. Es gibt den einen oder anderen Deutschen, der bei Milan war. War da vor einer bei Düsseldorf? Ey, ich hab dafür einen ganz wilden Guess. Ja, ich glaube, den musst du auch rausholen, weil ich weiß nicht, aber warum soll ich das? Ich mach das, glaube ich, nicht. Was passiert denn, wenn ich was falsch rate? Dann habe ich einfach quasi nur einen Guess vertan, ne? Genau, dann bin ich einfach wieder dran und dann geht's aber weiter. Mhm. Pass auf, ich mache einfach Wolfsburg und Paris, mache ich einfach Draxler, komm. Ich mache jetzt mal einen Wild Guess für meinen Milan. Ja, denk dran, wenn du halt einen Wild Guess machst, dann ist halt Wolfsburg City offen, ne? Und dann mache ich halt den Dreier zu. Also wenn du es nicht sicher weißt, machst du vielleicht erst den zu. Oh Mann, ja, hast schon recht. Nee, ja, ich darf dir nicht De Bruyne geben. Ja, oder Dzeko. Oh, City Schalke? Das ist doch safe easy, aber irgendwie...
Ich ist gerade nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das war mein Michael Ballack, Miroslav Klose-Moment. Ja, ja, ich glaube auch. Moment mal kurz. Hä? Ich kann doch jetzt nicht da den Punkt verlieren, weil ich das jetzt nicht auf dem Schirm habe. Das ist safe. Ich werde mir richtig in den Arsch beißen, wenn ich das nicht weiß. Ja, ja, nein, wirklich. Also, es ist schon Baller. Ach so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay, es ist Leroy Sané. Ich nehme meinen Hut und mache ihn ganz, ganz klein, Alter. Es ist, oh Gott, Alter. Gott sei Dank. Ey, aber danke für den Baller-Tipp, wirklich. Ja, klar. Den hast du gebraucht, glaube ich. Den habe ich gebraucht. Ja, dann mache ich mal unten links zu mit dem wir vorhin schon mal kurz genannt hatten, Kenan Karaman. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei offene Felder und wir haben gerade schon gesagt, Düsseldorf, Milan, das ist es nicht. Also wir wissen es beide nicht. PSG, Schalke, also Draxler geht halt offensichtlich nicht, weil den habe ich schon. Das Ding ist, stimmt, es bringt mir halt auch nichts. Außer Draxler. Ja, das frage ich mich halt auch. Aber es bringt mir halt auch nichts. Oder ich rate halt einfach, aber der war halt nicht, der Mann war halt nur bei, ich glaube bei Gladbach kurz. Und sonst nur Italien. Der war nicht bei Düsseldorf, oder? Weil es bringt mir halt nichts auf PSG, Schalke zu gehen. Ich rate jetzt irgendwas bei Milan, Düsseldorf. Ich rate Oliver Bierhoff. Der war nicht bei Düsseldorf, weiß ich eigentlich auch. Aber ich gucke trotzdem nochmal nach. Oh, der war sogar noch beim HSV und bei Gladbach. Oh. Aber nicht bei Düsseldorf leider. Schade. Ich habe Alexander Merkel im Kopf. Oh, ja, das ist ein Name, den ich schon ewig nicht mehr gehört habe. Aber wenn das richtig ist, hast du dir auf jeden Fall den Punkt verdient. War bei Milan, ja, aber das weiß nicht ich. Bei Düsseldorf. Ja, der war wirklich überall. Alter, der hat ja auch eine kranke Karriere, Alter. Der war überall. Die Frage ist, möchtest du nochmal irgendwas raten? Weil sonst würde ich das wieder an die Kommentare übergeben, weil ich weiß, ich beim besten Willen nicht, mir fällt es auch keiner, den ich noch raten könnte. Man kann nicht Düsseldorf-Spieler raten, aber... Nee, mir fällt auch hier keiner mehr ein. Das kann schön in die Kommentare gehen. Okay, dann machen wir das so und es bleibt beim 1:1. Und wir gehen weiter zu Grid Nummer 6. Das vorletzte kommt vom lieben Joni. Wir haben schon wieder Lautern. Und ich glaube, 0-0 bis 15 heißt, dass die in den Jahren aktiv bei dem Verein oder in der Liga gespielt haben müssen. So verstehe ich das jetzt. Aber in dem Zeitraum halt, ne? Also jetzt genau, in dem so Zeitraum. One Journey Man. Wir machen deutsche Nationalmannschaft, MLS. Nehmen wir Marco Reus, komm. Schön, ja. Wenn wir ja schon einen Dortmund-Fan haben, dann müssen wir auch ein bisschen flexen. Ja, auch ein bisschen auch nochmal das Herz brechen. Ja, das stimmt. Ja, man muss ja eigentlich schon wieder wahrscheinlich die Mitte dicht machen. Mach das. Da kannst du jetzt hier einfach... Thierry Henry sagen. Mach das. Finde ich gut. Arsenal, DFB. Ah, nee, das ist eigentlich dumm. Ich sollte lieber eine Ecke nehmen. Wir machen DFB, Lautern, Klose. Ja, stark. Ich mache DFB, Arsenal. Mache ich Shkodran Mustafi. Yes. Der coolere Özil. Ja, oder Bernd Leno hatte ich auch noch. So, Arsenal, Brasilianer. Wen nehmen wir denn da? Ich nehme Gabriel. Ja, dann mache ich mal MLS. 0 bis 15. Machen wir mal. Den hatte ich eben schon, genau auf dem gleichen Feld. Beckham. Okay. 2000 bis 2015 Lautern. Klose geht nicht. Ich hab direkt an Michael Ballack gedacht. Die Frage ist nur, wann ist er weggegangen? Oh ja, nicht, dass du da so ganz komisch, so dass er so 99 weggegangen ist. Oder ja, so. Ja, weil ich glaube, das könnte so 99, 2000 gewesen sein. Das Ding ist, alles, was mir einfällt, ist entweder knapp kurz davor oder knapp kurz danach. So, weil... Ist halt irgendwie dumm. Also, es ist eine 15-Jahre-Periode. Nee, eigentlich weiß ich das safe, oder? Ich sag Lautern 0 bis 15 Willi Orban. Was? War der da? Ja, ja. Ich bin mir relativ sicher, dass der... Nee, nicht Viktor Orban. Ups. Nee, das ist der war, glaube ich, nicht bei Lautern. Willi Orban war bei Lautern von 2010 bis 2015. Oh, top. On point. Nice. Ja, ich hatte 100 Spiele fast gemacht, Alter. Crazy. Ich hatte sowas wie Kevin Trapp oder Roman Weidenfeller oder weißt du, diese ganzen... Die hatten echt krass viele Torhüter, ne? Also, ja, weil die diesen krassen Torwarttrainer haben. So, das heißt, du müsstest Lautern Brasilien... Aber da weiß ich auch nichts. Lautern Brasilien. Das ist so eine 2000 bis 2010er, so diese frühe Fußball-Ära, wo ich keine Bundesliga geguckt habe. Da gab es bestimmt irgendwelche geilen Brasilianer bei Lautern. Wenn nicht bei Lautern dieser Verteidiger, der jetzt bei Sporting ist... Oder bei Sporting war, ich weiß nicht, ob der da überhaupt noch ist, dieser Everton, aber Kaiserslautern Brasilien, unten links. Da habe ich sie gebombt. Und damit ist das Grid auch vorbei, ne? Das ist korrekt, das heißt, ihr seid wieder gefragt. Gerne Brasilianer in der MLS in die Kommentare. Und gehen ins letzte Grid, das ist eingeschickt von Alex. Also ich hätte sowas nicht eingeschickt, weil das ist eine Frechheit. Also wenn wir da auch nur die Hälfte der Felder gemeinsam zubekommen, bin ich zufrieden. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das müssen wir echt zusammenlösen. Alter, du Scheiße, ich weiß wirklich fast so, gar nicht. Wir halten einfach Händchen, Junge. Da sehe ich wirklich, das muss man mal... Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ich mache jetzt einfach mal Sadio Mané unten links. Das ist frech, nimmt er mir die Easy-Felder weg. Nimm mir die Bayern-Felder weg.
Dann gebe ich mir Mühe mit Jan Schlaudraff bei Bayern 96. Ja, den hatte ich auch im Kopf, geil. Ich finde Valencia Bayern schon echt schwierig. Ich habe irgendwie das Gefühl, in meinem Hinterkopf rattert sowas bei 96 Sporting. Also mir ist auch direkt ein Name eingefallen, dann dachte ich mir, der ist ja Benfica gewesen, nicht Sporting. Vor allem also Bordeaux. Hier. Bordeaux habe ich nur einen Spieler im Kopf. Überhaupt. Und das ist Johan Gourcuff. Ich weiß nicht, alle FIFA-Spieler kennen auf jeden. Valencia Bordeaux. Also, ich bitte dich. Ja, ich glaube, wir müssen halt die Sachen zumachen, die wir halt wissen. Ich sag jetzt mal 96 Sporting, weil ich es mir gut vorstellen kann. Sergio Pinto. Ja, ich mache weiter mit den Sachen, die ich weiß. Und das ist Sporting Saudi-Liga, ist Cristiano Ronaldo. Nein, oh mein Gott, ja. Aber ich meine, es bringt halt auch sehr wenig, ne? Also 10er, dass ich jetzt hier Bordeaux-Valencia hinbekomme. Ich muss hier überall guessen. Ich weiß wirklich gar nichts. Ja, ich sag, ich sag jetzt den mir noch für die Mitte einfällt. Coquelin. Oh, ja, guter Call. Der ja, kommt. Ich mach weiter Felder zu, die ich weiß, ne? Also Bayern-Valencia ist Cancelo, aber es bringt halt mir nichts. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das Grid eh für keinen mehr siegreich wahrscheinlich ausgeht. Wir haben Bordeaux-Saudi-Liga, da... Ich hab, wie gesagt, Benzema war bei Lyon, der ist es nicht. Dann haben wir Bordeaux-Valencia, da brichst du dir die ganze Zeit einen ab, das kriegen wir auch nicht hin. Was ist noch offen? Sporting-Valencia, da denke ich die ganze Zeit, da muss es doch eigentlich noch irgendwen geben, den man irgendwie... Nee, ich hab's auch nicht. Also wie gesagt, ich weiß nichts mehr, ich hätte noch einen wilden Call bei Hannover und Girondin, aber von mir aus können wir es zumachen, wenn du es auch zumachen willst. Dann würden wir das Video unentschieden beenden, wenn das für dich fein ist. Ja, lass das bitte unentschieden beenden. Okay, dann machen wir das so. Ich finde, du hast dich sehr, sehr, sehr ordentlich geschlagen für dein Fußball-Liga-Tor-Debüt, hast dich als würdiger Gegner hier erwiesen. Falls ihr Bock habt, Kieran hier nochmal wieder zu sehen, dann gerne unten einen netten Kommentar zu ihm dalassen. Alle seine Socials, also weiß ich nicht, TikTok, hast du glaube ich sogar zwei Accounts, ne? Instagram, ja, ja. YouTube und so weiter und so fort. Ist alles unten verlinkt, checkt das wie gesagt sehr, sehr gerne aus. Und ansonsten schreibt uns auch hier wieder in die Kommentare, wer das hier ist, weil also es sind ja 5 offene Felder, wir haben keine Ahnung und vielleicht seid ihr besser als wir. Ja. Ansonsten überlasse ich die letzten Worte natürlich immer dem Gast. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte viel Bock drauf und es hat sich als sehr, sehr gut erwiesen. Kieran, das letzte Wort geht an dich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin überrascht davon, dass mir bei manchen Sachen einfach sofort welche eingefallen sind. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich bin immer wieder gern dabei, wenn ich gesehen werden sollte von euch. Immer habt gerne. Euch lieb, seid nett zueinander. Und damit sage ich, macht's gut.